Nichtwissen bzw. Ignoranz. Die Ignoranz ist das Gegenteil von Wissen und kann in verschiedene Ignoranzformen eingeteilt werden. Ich habe mich für die 5 Ignoranzformen nach Schneider entschieden. Die erste Form ist die positive Ignoranz. Das bedeutet, das Individuum ist sich bewusst, dass es niemals alles wissen kann und dennoch ist es möglich, reflektiert zu handeln. Sich bewusst zu sein, dass man nicht alles wissen muss, ist eine wichtige Eigenschaft. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, die 14. B-Mail von oben bis unten zu lesen. Die zweite Ignoranzform ist die manipulierte Ignoranz. Hierbei wird mir Wissen bewusst vorenthalten oder ich halte Wissen vor anderen Personen zurück. Manipulierte Ignoranz ist Lüge, Täuschung und Betrug. Die schützende Ignoranz ist die dritte Form und sie kommt in allen Gesellschaften und Organisationen vor. Diese Art des Nichtwissens erleichtert das Zusammenleben. Zum Beispiel, wie geht es Ihnen? Danke, sehr gut. Kann hier eingeordnet werden, wenn wir nicht über das tatsächliche Empfinden sprechen möchten. Diese Vorgehensweise ist gesellschaftlich akzeptiert. Die vierte Ignoranzform ist die Ignoranz bewusster Lücken. Ich weiß, dass mir Wissen fehlt. Allerdings bin ich aktuell oder im Allgemeinen nicht bereit, die Wissenslücke zu schließen. Als ignorierte Ignoranz bezeichnet man das Phänomen, wenn wir gar nicht wissen, dass wir etwas nicht wissen. Das wird auch als blinder Fleck bezeichnet und manchmal kann dann ein Standortwechsel die blinden Flecken verschwinden lassen. In diesem Video wurden nun die 5 Ignoranzformen vorgestellt. Hier sind nochmal alle im Überblick: positive Ignoranz, manipulierte Ignoranz, schützende Ignoranz, Ignoranz bewusste Lücken und die ignorierte Ignoranz. Der Begriff der Ignoranz wird im Allgemeinen negativ interpretiert. Ignoranz kann aber auch sehr wichtig sein. Gerade weil wir in letzter Zeit eine Überflutung mit Informationen wahrnehmen, stellt Ignoranz einen wichtigen Faktor dar. So wie wir mit Wissen bewusst umgehen, sollten wir auch mit Ignoranz bewusst und reflektiert umgehen.